Hallo und herzlich willkommen zu meinem One Piece Manga Review. Und zwar heiße ich um den Manga 757, die Trumpfkarte. Und ja, der Manga beginnt auch gleich schon im Kampf gegen Gladius. Und zwar Robin, Bartholomeo und Ruffian Law gegen Gladius. Bartholomeo schützt sie alle vor Gladius mit einer Barriere, weil Gladius hat ja die Teufelskraft, ich glaube, er hat die Platzfrucht gegessen, womit er alle Sachen zum Platzen bringen kann oder explodieren. Schützt er die anderen davor, davon getroffen zu werden, und macht Bartholomeo auch zugleich eine Barrieretreppe, was Ruffy ziemlich cool findet und sich freut drüber. Also Ruffy ist deswegen komplett wie am Ausflippen. Bartholomeo traut sich gar nicht, Ruffy in die Augen zu schauen und dreht sich davon weg und ist total wieder, ja, total wieder angehimmelt von Ruffy, was ich zu geil finde. Aber ja, und Ruffy und Law stürmen oben nach oben die Treppe, ebenso wie Kyros, der ebenfalls mitkommt. Cavendish bleibt aber allerdings unten, weil der sich nämlich um die Nussknacker kümmern wollte, weil die ja nämlich sein Pferd, ja, ich weiß nicht, ob es tot ist, aber zumindest den Kopf zerquetscht haben, weil er sich um die kümmern will, als Rache dafür. Für in der Zeit, derzeit sagt Robin noch was ganz Interessantes zu Gladius. Und zwar, dass Ruffy ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das noch richtig wiederbringen kann. Ich hoffe einfach mal. Aber auf jeden Fall, dass es Ruffy wert ist, sein Leben zu opfern. Also, die alle sind bereit dafür, Ruffy, also das Leben für Ruffy zu opfern. Da Ruffy einfach es wert ist, ihr Captain zu sein. Zu sein, selbst wenn er ein komischer Captain ist, er ist es wert, der Captain zu sein, und die beschützen auch mit Ruffy alles, was sie haben, denn Ruffy ist nämlich ihre Trumpfkarte. Egal wie hoffnungslos ja, wie aussichtslos auch der Kampf scheint oder so, Ruffy schafft es immer am Ende wieder rumzureißen. Ich glaube, das wollte Robin damit sagen. Deswegen ist Ruffy die Trumpfkarte, die entscheidende Karte, und deswegen sind auch alle bereit dafür, ihr Captain zu beschützen mit ihrem Leben, was ich sehr episch fand. Und Robin sagte auch zu Gladius: Gladius, du wirst nicht dazu kommen, ihnen ein einziges Haar zu krümmen. Also, weil dass du nicht dazu kommen wirst, ihnen ein einziges Haar zu krümmen, was ich ja schon persönlich richtig cool fand von Robin. Robin, also das hat mich sogar ein bisschen mehr an Zo hat mich auch an auch ein kleines Tickchen an Zoro damals erinnert. Wie Zoro, da hat die Geschichte mit halt mit Bartholomäus da auf der Thriller Bark. Die habe ich ja, glaube ich, im letzten Manga schon angesprochen. Das fand ich ja extrem cool. Also man sieht da echt, wie sehr alle auf Ruffys Seite sind. Und alle, ja, dass sie alle bereit sind, für Ruffy ihr Leben zu opfern, weil Ruffy einfach ihr Captain ist und ihre Trumpfkarte, weil sie wissen, auf Ruffy können sie bauen. Das finde ich sehr episch. Auch Bartholomeo findet das sehr episch. Hat im Hintergrund dann rumgebrüllt. Genau! Und vorne Robin total cool, aber die war auch in dem Moment richtig cool. Währenddessen geht auch schon der Kampf weiter zwischen Sabo und Fujitora. Und zwar, ja, Fujitora spielte eigentlich nur mit Sabo im Klartext. Klartext, das sagt nämlich selbst auch Sabo, warum er Zeit schinden will und warum er nicht ernst macht. Ernst macht, und ja, darauf macht eigentlich Fujitora keine richtige Antwort. Auf jeden Fall ist er dazu in der Lage, mit seinem Schwert ein Gravitationsschwert zu machen. Er hat nämlich auf Sabo ja einen Schwerthieb gemacht, einen Fliegender würde ich jetzt manchmal sagen. Und alles, was in der Nähe war, vom Schwerthieb getroffen wurde, hat sie verformt. Gebäude, Straßen, alles hat sie verformt. Verformt, das war schon ziemlich heftig, was Fujitora drauf hat, aber ich glaube, der spielt immer nur noch mit Sabo. Und Fujitora kann auch nach jeder beliebige Richtung die Schwerkraft auseinandersetzen. Zum Beispiel hat der Sabo von der Seite ja die Schwerkraft zugenommen. Was ich eigentlich ziemlich cool finde. Und Fujitora sagt auch zu Sabo, dass er extrem stark sei und auch nichts anderes zu erwarten sei von den zwei Kommandanten der Revolutionsarmee. Aber was ich noch interessanter fand, war, dass Sabo im Kampf so. Ich glaube, er hat es gesagt gehabt, kann auch sein, dass es Fujitora war, aber ich glaube, das war Sabo. Dass er im Kampf mit Fujitora so im Gedanken gesagt hat, was hat er bloß vor? Ich bin der Meinung, dass das Sabo war, dass er am Überlegen ist, was Fujitora vorhat. Weil auf irgendwas schindet er ja Zeit. Bloß auf was? Und warum? Weil eigentlich, ich könnte mir gut schon vorstellen, das ist eine sehr gute Chance da gegen Sabo. Weil jetzt spielt er bisher nur mit ihm.
Und deswegen würde mich mal gerne interessieren, was hat Fujitora vor? Was plant er auch? Aber da springt auch schon die Kamera wieder hoch zu den Sonnenblumenfeldern, wo Rebecca ordentlich in Schwierigkeiten gerät, weil Diamante hinter ihr her ist. Ja, Rebecca will auch gar nicht mehr kämpfen, weil, ja, sie hatte komplett den ganzen Kämpferswillen verloren und will auch gar nicht mehr kämpfen, doch Diamante ist das einfach scheißegal. Er greift sie an mit dem Schwert, erwischt sie auch am Rücken und kommt dann auf Rebecca zu und will sie dann auch erschießen, weil er hat auch gesagt gehabt, ich werde dich mit dieser Pistole auch erschießen, so wie einst deine Mutter Scarlett. Ich glaube zumindest, so, ja, so ungefähr hat er es nämlich gesagt gehabt. Und in dem Moment rief Rebecca nach Sodazan und dann kommt auch schon Kyros. Ja, der war ja der Soldat. Soldat kommt auch schon an und erwischt Diamante am Handgelenk, sodass er die Pistole fallen lässt. Und Rebecca kann sich dann ja an alles erinnern, als sie Kyros gesehen hat, an alles wieder, dass er der Soldat ist, dass er ihr Vater ist. Und alle Gedanken kommen wieder hoch. Und Kyros sagt dann auch, ich will nicht zulassen, dass du noch einen aus meiner Familie tötest. Und jetzt wird es wahrscheinlich ein Kampf kommen zwischen Kyros, vielleicht auch Rebecca gegen Diamante. Auf jeden Fall war Rebecca sehr froh, dass er aufgetaucht ist. Und stattdessen, dann kommt doch hinterher, kommt auch noch Ruffy mit Law im Gepäck an. Rebecca wundert sich, warum auf einmal Ruffys Arm gestreckt ist. Und wundert sich, Lucy? Lucy, weil sie nennt ja noch Lucy, weil sie kennt ja noch Ruffy gar nicht richtig persönlich, sondern nur, wie er im Kolosseum hieß. Und ja, was ich auch ziemlich cool fand, Law ist wieder frei. Ruffy und Law machen sich jetzt auf den Weg zu Don Flamingo. Weil Kyros sagt auch, es tut mir leid, aber ihr müsst für mich euch um Don Flamingo kümmern. Und Ruffy und Law sind voller Tatendrang, Don Flamingo mal ordentlich eins auf die Fresse zu hauen. Diamante ist sehr geschockt deswegen. Fand ich übrigens sehr geil. Ich weiß nicht, ob er geschockt ist wegen Kyros oder weil er geschockt ist, dass jetzt Law und Ruffy da auf einmal ganz oben sind auf dem Plateau, wie man es nennt, von Don Flamingo. Also ich weiß nicht, wovon er geschockt ist. Also ich denke mal von beides eher. Aber ich wäre auch, also wenn ich Don Flamingo wäre, ich hätte schon ein bisschen. Also der kann sich auf jeden Fall Angst, also der kann sich auch warm anziehen mit Law und Ruffy gleichzeitig im Gepäck. Ja, da bin ich mal gespannt, wie der Kampf wird. Ich hoffe, der findet auch bald statt. Also darauf freue ich mich schon richtig. Und ja, ich fand das den Manga eigentlich richtig super. Ich habe den sehr gern gelesen. Ich fand es auch nochmal extrem geil, wie man da gezeigt hat, wie die alle hinter Ruffy stehen. Das fand ich extrem cool. Und ich habe nochmal eine Frage an euch. Soll ich öfters mal so ein Punktesystem machen, also von 1 bis 10, um zu bewerten, wie mir halt die Mangas gefallen haben? Das könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben. Über ein Feedback würde ich mich übrigens auch sehr gerne freuen, weil ich mache das leider noch nicht allzu lange und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet oder ich bin auch jederzeit offen für Diskussionen und ich würde mich halt einfach dafür freuen, wenn ihr mir ein Feedback da lassen würdet und dann weiß ich auch, ob ich es gut gemacht habe oder nicht. Ja gut, okay, Dankeschön, dass ihr mein Review geschaut habt und bis zum nächsten Mal. Bis dann.